Hallihallo, hallöle Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Tombi. Machen wir mal den Tombi und gucken wir mal, dass wir den Herrn finden, nach dem ich eigentlich suchen wollte, der mit der, ich glaube, in der lachenden Tür ist. Würde Sinn machen, weil die Quest hieß, ich kann nicht aufhören zu lachen, glaube ich. Ah, ich bin so gut. Oh yeah. Macht das automatisch? Ich glaube nicht, ne? Ich stelle mich einfach mal daneben und lache eine Runde mit. Das war das. Das ist das. Hier ist eine Kartoffel-Sandwich. Oh yeah, das ist das gute Zeug. Lachende Reisende. Erledigt. Easy peasy. Ja, cool, ne? Hey, you saved me. You're pretty good. Want to become my follower? Solltest du nicht eher meinen... Naja, okay. Abonniert mich, nicht ihn. Hey, then how about if Kommis, Reiselog und so. Okay, mach mal. Irgendein Turm, wa? I'm on a journey to look for the Tower of Wisdom. Ich bin schockiert. It's a legendary tower located somewhere in this world. I've searched all over this region, but I haven't even found a doorway. Is there something I need to do? Hey, surely there will be some great treasure lying around here. Ich hasse diese Belohnung jedes Mal. Dieses... Ernsthaft? Controller Drift, der mich in eine Tür jagt? Wow. Krass. Dieses... Ich erzähle dir mal etwas. Was ja in Anführungszeichen schön und gut ist. Aber, die erzählen ja nichts Neues. Die erzählen ja jedes Mal nur, ja, es gibt Türme. Irgendwo. Ich glaube, es sagt einem nicht mal irgendwer irgendwann, irgendwie mal tatsächlich, ja, der Turm, nach dem du suchst, ist da und da. Oder der Turm, den du suchst, der existiert nur in deinen Träumen. Oder was auch immer. Geh deinem Weg. Du wirst ihn irgendwann finden. Nein! Einfach gar nichts. Was habe ich jetzt? Ich glaube, lachen, ne? Ja. Mal gucken, ob wir irgendwas finden, was mich darüber interessiert oder auch nicht. Wir wollen einmal hier hin. Ja, es ist nur... Es gibt drei Türme und ich glaube, gefühlt sechs von diesen Typen sagen mir einfach nur, ja, es gibt einen Turm. Muss ich mal kurz rauslassen. Nur ganz, ganz kurz. Es ist warm, okay? Es ist warm und kleine Kommis wie ich werden dann so ein bisschen nörglich. Ja, aber es ist halt... Es ist immer dasselbe und es macht doch keinen Spaß, sich jedes Mal denselben Schmarrn anzuhören. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt so eine Tür ist. Ich habe das einfach nur mal mitgenommen, weil ich dachte, wow. Na? Wenigstens während ich... lache oder weine, je nachdem, aber während ich sowas habe, kann ich mich noch bewegen vernünftig. Und mit vernünftig bewegen meine ich tatsächlich auch flattern und sowas. Sieht aber eher dürftig aus mit Dingen, zu denen ich gerne wollen würde. Schlecht. Ja, oder, na toll, Wein. Natürlich ist es Wein. 50-50 Chance. Und was ist es? Es ist Wein, natürlich. So, Zirkusstadt, das ist bestimmt hier Lachen. Na? Da war das, ich glaube, da war auch nur so eine Tür. Außerdem kann ich mit dem kleinen Jungen reden. Einmal den zu texten. Oh Gott, ich habe vergessen, wie nervig die Musik ist. Ah, oh nein. Hi. Ich meine, ich kann nur noch lachen, aber hi. Get well, Plant. We'll fix that injury. Ah, okay. Du gehst also tatsächlich erst, wenn du die Blume gefunden hast. Nicht, wenn uns das von... Hilfe wäre. Ach, gut. Gucken, ob hier überhaupt so ein Dingens ist. Ich habe das jetzt einfach mal so dahergesagt. Würde ja Sinn machen, aber... Aha. Okay. Ah, wow, hat sich nicht gelohnt. Ganz toll. Bin schwer begeistert. ja, ich kann einmal kurz zeigen, was die Stärkesamen machen würden. Weswegen sie halt zum...
also überhaupt nicht notwendig sind, aber sie existieren. Können wir mit den Cherub reden oder wie auch immer? Gott! Oh, it's been a long time since I felt like this. Oh ja, und der wurde, glaube ich, wiederbelebt, weil wir den Heiligen Baum wiederbelebt haben, so. Oder nicht. Oh, thank you, thank you. Dann war der daran gebunden, dass wir die magischen Blumen alle gerettet haben, auch fein. Wenn du mich jetzt anpinkelst, bringe ich dich um. Ah, das war jetzt sehr praktisch. What do you think? Surprised? If you're wounded while adventuring, please stop by. You're looking for the evil pigs, right? I'll tell you where they are. Just as I thought. It's no good. Been in that condition too long. You're pretty weak. Was soll das heißen? Ich bin ziemlich schwach, hallo? But if your strength returns, you ought to be able to handle those evil pigs. Jetzt mich verkackern. This is it. Put this in some water. Oh yeah, I can feel the strength and I can see it. The place where the evil pigs are. Der Dialog macht wieder so gar keinen Sinn, ey. I can see the vapor of the evil ghost pig's power flowing under the road. Under the road? Unter der Straße? Hä? Oh, it feels good. The evil pig. The evil pig with the power of earth. Looks like the red bird that lies around the platinum world. Was? Oh, there's an evil pig here, too. The evil pig with the power of ice awaits the end of the world behind a massive waterfall. Da kommen wir noch zu, höchstwahrscheinlich heute oder morgen, aber... This is a strange place. The evil pig with the power of fire is hidden among the trees like a draining watercourse. Ah, yeah. Okay. That's about all I can talk about right now. With more elemental power. Erstens, warum nennen wir es jetzt auf einmal Elemental Power? Zweitens, warum war es auf einmal meine Kraft, nicht deine? Drittens, warum versuche ich es überhaupt? Das ist dämlich. Aber es ist nicht, das Erschreckende daran ist halt die Tatsache, dass es nicht mal eine Quest ist. Also ich muss jetzt nicht auf Biegen und Brechen zurück in den Trolleykurs. Ich meine, gut, wir müssen nochmal den Trolleykurs fahren, so ist es nicht, aber ich muss da nicht nochmal rein, um das auszuprobieren. Das ist halt völlig irrelevant. Ich quatsche ihn einmal nochmal so an, nur um sicher zu gehen, dass wir jetzt das Ding nicht aus Versehen selber essen. Ich weiß nicht, ob er es essen würde, wenn wir nicht ölig sind, aber ne, muss ja nicht sein. Ich muss mein Glück nicht auf die Probe stellen. Wir kennen mein Glück ist scheiße. Yay! Ölverschmierter Reisender auch fertig. Juhu! Oh. Thank you. That hit the spot. In return, I've got a secret for you. I'm searching for the Tower of Strength. It's okay. A legendary tower that no one's ever visited. Okay. With a name like Tower of Strength, it must be a place where you can win great strength. Yeah. Ja. To attack that stronghold. Fuck you. Entschuldigung, aber. Es hat halt nichts gebracht. Okay, next, let's play detective. Okay. What? You still wanna play? But what sort of game is detective? What's detective? Well, you try to find out which one of the three of us is lying. If you guess right three times in a row, you win. Ich wusste nicht mehr, dass ich mit denen spielen muss, aber hey, easy. If you find a liar, you give that girl... Ein Korb. This. Give her this. Oh, oder so.
If you win, we'll teach you a secret song. Ready, set, go! Wer ist der Lügner? With the hammer, you can break up any rock. Naja, nein. Did you know, to get a stronger attack, press and hold circle and then release it? Das ist richtig. There are four golden crabs. Das ist auch richtig. Wobei man auch, jetzt kann man natürlich auch wieder argumentieren, theoretisch waren es nur drei, die wir eingesammelt haben, aber insgesamt waren es vier. But we've still got more to go. Can you get the next one? Next, listen to the three stories, then find the liar. Hört bitte auf zu klatschen. Bitte. The liar is one of the other two people. The girl with the ponytail is the liar. The one in the middle is honest. Ah, so ein Ding. Naja, das Problem ist doch, wenn sie schon sagt, eine der, die beiden sind Lügner. Das kann halt schon nicht sein eigentlich, oder? Bin ich jetzt zu müde und zu warm, um das zu begreifen? You win. Nein. But we've still got more to go. Ja, ja, komm, mach ihn noch. Weg mit dem Klatschen, weg mit dem Klatschen. Ah! Okay, last problem. Watch our moves closely. Ah, okay. Okay, who has the ball? Can you tell? Wie, welchen Ball? I have the red ball. Ach so. I have the blue ball. I have the white ball. Well, fuck. Blue, missed. Start over from the first problem. Ich hätte einen Screenshot machen sollen und meine eigene Aufnahme nachgucken, aber nein. Nein. The fruit can restore four strength points. Nö. Old man Kynan wears a... Ja. After grabbing the enemy, you can kill him. So ein... Murks. You win. So ein Murks. Mach, dass es aufhört. The one in the middle. The girl in the pigtails is a liar. The. The one in the middle is a liar. Boo, missed. Start. Nah. Ich hatte keine Lust nachzudenken, es tut mir leid. bin ich ja ehrlich. Ah, nochmal derselbe Mist. Hey, cool. Da gingen uns schon hier die Fragen halb aus. Wobei die letzte hatte tatsächlich eine neue. Immerhin. Okay. The one in the middle never lies. The girl in the pigtail. The one in the middle is a liar. Naja, wenn die Linke, wie beim letzten Mal, recht hat, dann müsste die da ja lügen gerade. You win. Okay. Jetzt kommt wieder dieser dämliche Ballkack. Na gut. Okay.
hasse sowas. Okay. I have the green ball. Okay, jetzt müsst du die linke lügen, weil sie den weißen haben müsste. Sei denn, ich habe mich da jetzt wieder verguckt. Du musst den ganzen Scheiß wieder von vorne machen. Ich hoffe nicht. Wehe, wehe, wehe. Wow, oh Gott. Oh mein Gott. That was so exciting. Play with us again when we can think of a new game. Ich hoffe, das passiert that nie wieder. Great, Mr. Detective. Warum reibe ich meinen Hintern? Tolba, you were great. We will now sing a secret song. That's all I remember from this song. Oh well. If you ever get lonely, think of me and my song. Whoa, 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 whoa. Ich bin in einer losen Beziehung, die nur unterbrochen wird von Schweinen. Was nicht gut klingt, wenn ich das so sage. Egal. Oh Mann, ey. Das war weird. So viel höher komme ich nicht. Warum ist die grüne eigentlich weiter weg als die hier? Ist irgendwie merkwürdig. Egal. Sag ich jetzt mal so. Etwas Glück schaffe ich es trotzdem gleich noch in den Wassertempel wieder zurück, um da mal ein bisschen weiterzumachen. Aber... weg. Geh doch einfach tot. So. Jetzt haben wir auch den seltenen Oktopus. Ist das ein Oktopus oder ist das wieder die andere Variante, deren Namen ich gerade wieder vergessen habe? Ich weiß es gar nicht. Und wo war der Typ nochmal? Ich glaube, der war im Loch im Boden da hinten, ne? Ja, das würde Sinn machen. Ist jetzt mal fertig soweit. Wäre der perfekte Ort für ein böses Schwein, aber scheinbar ist einer nur da im Platinum World, wo der rote Vogel ist. Like, what the... Was soll ich mit so einem Hinweis anfangen? Ernsthaft? Auswendig weiß ich tatsächlich auch nur eins von den Schweinen, davon mal ab, aber... Da, wo der rote Vogel ist im Platinum World, what the frick, ey. Genug beschwert, aber trotzdem. Da, ein seltener Schrimm. Okay, das kennen wir schon. Nicht sonderlich schockierend, dass wir schon kennen, aber egal. Und der seltene Tintenfisch. Weil ich schon mal hier bin und ne, dann kann ich das eben erledigen. Sind die schon mal aus meinem Inventar weg. Und jetzt machen wir mit der Hauptstory weiter. Und so. Das heißt allerdings auch, ich werde mich jetzt wieder in mein schnuckliges, schwimmendes Schweinekostüm schwingen. Und in die falschen Räume reinlaufen, aber das ist ja, ne, Standard. Das geht gar nicht, guck an. Ich habe welche kaputt gemacht, reichen die noch nicht? Ich bin nicht sicher, wo noch welche wären, weil wir quasi... Ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, überall waren, augenscheinlich ja nicht, aber mir fällt jetzt zumindest nicht aktiv ein, wo noch welche wären. Au. Einfach durch, einfach ignorieren, einfach so tun, als wären sie gar nicht da und könnten mich auch nicht verletzen. Wenn ich so reagiere, dann stimmt das auch.
Hey, is anybody there? I stumbled in... Ja. Mega hell. Also, irgendwann, hey, ja. Ich habe mich in einem viereckigen Raum ohne Fallen auf eine Box gestellt und fand hier nicht mehr raus. Ah. Yeah, that was right. So those were the famous snow fireflies. Are you all right? Yes, thanks so much. I thought I would never get out. I've come looking for the chest of wisdom, but it doesn't look like it's here either. Ja, definitiv nicht. Auf keinen Fall. Mm-mm. What's that under your foot? Isn't that it? Huh? Oh mein Gott. This is the chest of wisdom. It was here all along. It was so dark I completely missed it. Oh, okay. Let's try to open it. Yay. Whoa, I thought I heard something. It's the sound of the ghosts of wisdom. A strange tonal sound indeed. You should memorize that tone. This temple holds lots of other secrets. Climb aboard that other mechanism and you can get holy water. It stops flowing when you get off. Okay. Letzteres wieder so eine rein nutzlose Information. Irgendwie. Ich meine, vielleicht der Punkt, dass es heiliges Wasser ist, ist noch ganz nett. Aber was soll ich mit der Info anfangen? Ja, dich hätte ich vorhin schon gebraucht, aber gut, das hier ist die seltene Krabbe. Gehe ich nochmal direkt zurück? Nein. Oder? Nein. Oder? Nein. Zumal wir hier noch ihn haben. Da wäre direkt zurücklaufen irgendwie doof. Hey, you're the boy who found my cog. We meet again. Gut, dass er das nicht anders ausspricht. Cog, I remembered this big crank. I saw three big holes somewhere. Oh, this cog is the one. Right. The round cog. But as you can see, I need three more. Beneath us lies the Minita Tunnel. Turning this crank pulls it up. That's what Wynn said anyway. The Minita Tunnel? Wynn? Ah, it's a strange tunnel where the people who pass through shrink in size. Wynn made the mechanism for it, but forgot to make enough cogs. We have one here. But where are the others? Tiny Toomba, Mini Toomba. Moment, heißt das, ich bin jetzt Tiny und danach bin ich Mini? Ist das so, wie das funktioniert? Mit anderen Worten, wir müssen zu all den Orten gehen, wo wir Korks eingesammelt haben. Ja, da oben scheint nichts zu sein, woran ich mich befestigen kann, leider. Zu all diesen Orten müssen wir gehen, um dann, naja, eben, ah, da war tatsächlich noch so ein Ding, um dann Zugriff zu gewinnen auf, naja, irgendwas. Naja gut, der Minita-Tunnel, wird ja schon gesagt. Hatten wir vier von den Dingern schon? Nein. Also brauchen wir, glaube ich, 5, aber naja. Ist da irgendwas? Aha. Uh. 100.000 Punkte, das ist dann zumindest mein Juwel, wo ich sage, ja, da lohnt sich das. So, hier rein. Und auf der anderen Seite des Wasserfalls. Und viel interessanter unter Umständen ist eben, dass wir hier ein böses Schwein haben. Das erste des Spiels. Ist das nicht schön?
Scheiß-Schweinetasche. Nicht das Schwein, was ich unbedingt haben wollen würde, aber... da ist eine Sidequest mit verbunden, also ist das okay. Das machst du also so den ganzen Tag in deinem Eisball rumrodeln. Hey, 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 not nice. Trampling through my garden like that? Look closely. Pink hair, eyebrows running together. Are you? Echt? Hat der zusammengewachsene Augenbrauen? Yes, of course. Your tomba. But that's a big bang. Came out of the blue. I see. Echt jetzt? Wow. Aha! Guter Wurf, würde ich mal behaupten. Ah ja. Dabei vergesse ich sogar den Ton wieder runterzudrehen, einfach nur weil ich die Musik... Also von... Ich glaube von den ganzen Musikstücken, die hier tatsächlich drin sind, ist das noch mit am besten. Interessanterweise, wie man ja auch sieht, haben sie alle drei Phasen. Oh mein Gott, ist das ein hoher Sprung. Puh. Da war er zum Beispiel jetzt sein Zepter verloren gehabt schon. Aber zack, bum, peng. Das Schwein ist im Sack. Wir kriegen haufenweise AP. Und vor allen Dingen... die böse Schweine-Eisrobe. Oder böse Eisschweinrobe so. Danke! Put on this robe, and you can use some of the evil pig magic yourself. Geil. Equip the robe on the item screen. Press down in circle, and you can use magic. Use it wisely, though. The magic wears down as you use it on enemies. And what's this? The evil ice pig robe. Perhaps it can freeze the enemy. Resistant to hot things, I'll bet. Das mit den heißen Sachen weiß ich gar nicht, aber... Ich bin nicht Teil des Chors. Und wieder diese chilligste Musik, so, ah ja. Puff. Ja, Punkt ist, wir können das Ding jetzt ausrüsten. Ich zeig das mal, dann haben wir sogar eine Magieanzeige, die wir schon das ein oder andere Mal gesehen haben. Und ja, ich zeig euch mal, weil wir eh nochmal hier hin müssen, um das Zahnrad zu holen, was ich damit jetzt machen kann und warum das Ganze so, nennen wir es mal, wichtig ist für eine Sidequest, ein Event, aber ich das nicht will. Wir können jetzt Puff machen, kostet eine Menge MP, aber wir bekommen... Eis-Candy. Dieses Eis-Candy brauchen wir für den, naja, Eis-Candy-Typen. Ich habe das Gefühl, das Netz ist nicht ganz oben, aber das könnte ich mir auch gerade einbilden. Einzige Problem ist, ich bin super lange eingefroren, ewig dafür. Haha, eingefroren, ne, aber... Andersrum, mein Freund, andersrum. Aber ja, dafür ist das da. Noch kann ich es nicht einsammeln, noch bringt das gar nichts. Und dafür ist quasi auch diese ganzen, zum einen MP-Erhöhungen, zum anderen aber auch die ganzen Flaschen einfach um MP aufzufüllen gewesen. Um, naja, die Magie hier anwenden zu können. So,
Weiß gar nicht, nimmt er sich die einfach? Hier nimmt er sich einfach, okay. Das ist auch in Ordnung. Einfach nicht fragen, einfach nehmen, einfach machen. Auf der Kujara Ranch kann ich auch nochmal eben schnell was zeigen, auch wenn da noch ein zusätzliches etwas fehlt, sag ich mal, so vorsichtig ausgedrückt. Naja, und natürlich haben wir jetzt andere Musik, weil jetzt ist ja alles Töfte hier. Naja, ihr werdet sehen, ich werde das halt... Ja, das heißt abusen, naja. Einer von den Liedern hier müsste eigentlich, meine ich, die Tür hier erscheinen lassen. Ich glaube zumindest hier, ja. Oder weiter oben, glaube ich, aber Punkt ist, na, hier ist die Tür irgendwo gewesen. Na, offensichtlich. Das Spiel hat das gesagt, also ist das auch so. Ja, Punkt ist aber, ne, mir fehlt dann halt trotzdem noch das der zweite Teil des Liedes, um dann da tatsächlich was mitzumachen. Also insofern können wir das ignorieren. Und weil wir die Quest heute nochmal angeguckt haben, fahren wir jetzt auch nochmal dahin mit unserem Baron und geben... Das war die seltene Krabbe ab. Ich habe gar keine Ahnung. Müssen wir die nochmal vom Nahen ansehen, warum die überhaupt selten ist, aber. Naja, jetzt ist ja halt alles Töfte und alle sind glücklich und zufrieden. Außer ich. Und das ist die Frage. Ne, der wird nicht erwischt. Aber der wird erwischt. Das ist auch okay. Das war gemein. Ich stand mehr oder minder genau da. Ich hätte es jetzt eingesammelt, aber ich durfte nicht. So, Kumpel. Letztes Ding. Ah, this is a rare item in. Ach, der hat so ein Anglerfisch-Ding auf dem Kopf. Ah. Hahaha. Seltsam, dass alles Wasserviecher sind, ne? Look at all these animals. Now my collection is complete. Thanks for your cooperation. Appears that you brought in most of the life forms. Ja, 4 zu 1. Also ich war ja wohl der hilfreichste von uns beiden hier. Got a present for you. Here. How about it? Surprised? Climb in here, and you can sample the forbidden world. Oh, you'll like it, I'm sure. Like it? Who doesn't? You can run at amazing speeds here, but take care that you don't fall off any cliffs. Somewhere in this world, there's an item that lets you sample the forbidden world anytime. Die Tabufrucht. Ja, mit anderen Worten, ich brauche nicht mehr boosten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt nur noch den Baum wieder hochkrabbeln muss, da runterfallen und dann sind wir da. Naja, das machen wir aber beim nächsten Mal. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, weil ich hier bin, gerade eben, ist, wir klettern hier hoch, klettern hier hoch. Ignorieren den armen Mann. Wobei, schön finde ich ja tatsächlich, dass sie ihr Design geändert haben, weil es jetzt einfach zu warm wäre ansonsten. Holen uns das Ding und beim nächsten Mal versuchen wir, in die Tabu-Welt zu gelangen. Ich treffe euch da wieder. Bis zum nächsten Mal. Und auch beim nächsten Mal schwingt sich Tombi wieder in die Action. Und wenn euch das hier gefallen hat, dann vergesst nicht, ein Like zu hinterlassen. Kommentiert das Ganze. Preiset mich. Mir egal. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr die ganzen anderen neuen Videos nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal.